Herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video hier bei Diesel TV. Heute mit nichts anderem als dem FH16 780. 780 PS, 3800 Newtonmeter Drehmoment. Und ich darf den heute fahren. Aber bevor wir fahren, gibt es noch eine ganz, ganz mini, kurze, kleine Roomtour von dem Gut. Von dem Geschoss hier hinten ist sicherlich, ist schließlich ja der stärkste Serien-LKW wieder. Und da bin ich wirklich gespannt, wie sich das Ganze fährt. Es ist auch hier die Aero-Variante, das heißt mit der aerodynamischen Front, was ihr auch in der anderen Roomtour beim anderen LKW schon gesehen habt. Ja, dann hier eben noch das 780er Badge. Und ich finde auch eine richtig schöne Lackierung. Das ist so ein dunkelblau. Lila könnte man sagen, aber irgendwie auch schwarz. Ja, und apropos schwarz, hier auch die schwarz hinterlegten FH16 Scheinwerfer. Und ja, hier ist noch ein kleiner Aufkleber, woran man den erkennt. Und natürlich oben im Dach steht auch nochmal drin FH16 780. Der Motor hier ist eben eine komplette Neuentwicklung, also ganz neu konstruiert, neue Kolben, neue Einspritzung etc. pp. Also hat nichts mehr mit dem alten FH16 zu tun und der soll wohl auch deutlich sparsamer geworden sein. Es ist jetzt kein Biturbo mehr. Der alte FH16 Motor war ja mit zwei Turboladern, der hier hat nur noch einen großen Turbolader, da spart man sich halt ein bisschen Gewicht. Also es gibt ihn als 600er, als 700er und halt hier eben als 780er. Ach ja, bevor die Probefahrt losgeht, ich glaube, ich bin noch nie so einen Dreiachser gefahren. Also Dreiachser schon, aber noch nie mit Vorläufer, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Also auch eine kleine Premiere, stimmt. Jetzt noch den Innenraum vorstellen, denn im Innenraum hier beim FH16 gibt es jetzt auch ein paar Änderungen, beziehungsweise so eine generelle Änderung. Nämlich es gibt hier noch den dunklen Innenraum. War früher ja so drauf geklebt, wie so ein, ja, wie praktisch im Prinzip war das, was hier vorne, genau dieser, so eine Art Badge war da hier auf die Türverkleidung draufgeklebt. Das finde ich jetzt so, wenn das da in dem Leder so integriert ist, sieht es ein bisschen schicker aus. Apropos integriert im Leder und schick aussehen. Hier ist jetzt auch der neue Innenraum, der dunkle Innenraum. Da ist dann praktisch hier hinten, das war ja beim FH16 dann gerne mal in so einem Orange oder in so einem Gelb. Das weiß ich jetzt gerade nicht, ob es diese Farben noch gibt, aber es gibt jetzt eben auch diesen dunklen Innenraum, den haben wir jetzt hier. Und ansonsten hat sich eigentlich nicht viel geändert im Vergleich zu dem normalen FH, den wir auch vorhin gefahren sind. Oder den wir im letzten Video gefahren sind, muss ich ja sagen. Ja, auch hier, wenn man die Zündung anmacht, sieht alles gleich aus. Ich richte jetzt mal die Kameras ein, dass ihr auch was zu gucken habt. Gibt es hier noch einen Schlüssel, irgendwas anderes? Ne, der sieht auch genau gleich aus wie beim normalen Volvo. Ja, dann richte ich die Kameras ein und dann fahren wir gleich mal eine Runde, denn das ist ja das Spannendste. Okay. Ja, ich glaube, der hat auch wieder ähnlich viel Gewicht wie der andere Wagen. Moment, gucken wir mal rein. Ja, also 38 Tonnen, sogar eine Tonne mehr wie die anderen. Aber da müsst ihr wahrscheinlich hier beim Fahren relativ wenig von merken von dem Gewicht. Aber das sieht man ja gleich dann auf der Autobahn. Natürlich so, Alter, es fühlt sich an, als ob du ohne Auflieger fährst. Da ist ja selbst mein Scania langsam im Vergleich dazu, alter Schwede. Das ich sehe auf dem Tacho, wie das Ding hochzieht. Brutal. Ah ja, genau, die Motorbremse hier hat jetzt auch mehr Bremsleistung wohl. Die hat jetzt 525 kW, wenn ich mich richtig an das Blatt erinnere. Also da wurde alles nochmal so ein bisschen abgestimmt und überarbeitet, aber ich meine, ihr habt ja gerade gesehen, wie brutal das Ding zieht. Also da sind nachher auch ein paar Anstiege, da lasse ich die Kamera dann mal laufen. Aber ich glaube, da fliegst du die Berge hoch mit dem hier.
Kern zu hören, oder? Ja, da vorne ist praktisch der Motor, den ich vorlade, der 460er. Aber ihr seht schon, ist ja gleich beladen wie hier. Auffällt, der fährt schon deutlich komfortabler als die Zweiachser, die ich bis jetzt immer so gefahren bin. Ich denke mal, das hat einfach auch was mit dem Radstand zu tun und dadurch, dass du ja dann noch mal praktisch eine Achse hast, die federt, aber hier diese Bodenwellen und sowas sind wirklich also deutlich angenehmer als beim Zweiachser. Und was man hier halt ständig sieht, sind noch ganz alte Scanias und sowas. Ich habe sogar schon SKs gesehen und alles. Also hier fährt noch richtig altes Eisen rum. Und natürlich auch mit griechischem Auspuff. Ne? Also mit richtig schön mit Klappe offen und schwarzer Rauchwolke und alles. Also das war richtig geil. Vielleicht überholt uns ja mal noch einer oder wir überholen einen, der mit so einem lauten Auspuff hier im Berg hochfährt oder sowas. Und die Autobahn hier, also man kommt sich teilweise vor wie in Belgien. Ihr seht, es ist stellenweise wirklich schlechter Zustand, obwohl hier auch alles mit Maut ist und sowas. Und die Schlaglöcher hier, das geht wirklich noch. Aber guck mal, da vorne kommt schon wieder so eine. Ja. Und jetzt ruppel, ruppel. Kurz vor Thessaloniki, hier auf dem Rückweg, jetzt kommt da nochmal ein fetter Anstieg. Vielleicht steht irgendwo, wie viel Prozent es hat, aber da geht es ordentlich hoch, weil ich bin in den Berg vorne ja auch runtergefahren in die andere Richtung. Ich habe jetzt hier extra ein bisschen Luft gelassen nach vorne, aber jetzt sollte man doch mal beschleunigen. Gehen wir mal hoch auf 90, ja ihr seht, ja, schön aus dem Drehzahlkeller, gar kein Problem. Der Motor hat übrigens, ich glaube schon, wie fast das maximale Drehmoment, so bei 1000 Umdrehungen oder sowas. Das werdet ihr gleich sehen, wenn wir da im Berg drin sind. Also und ich natürlich auch. Ich weiß ja selber noch nicht so ganz, was mich hier erwarten wird. Ich werde jetzt vor allem erstmal ausgebremst von dem Auto da. Aber da machen wir doch machen wir jetzt mal die griechische Variante. Weil hier gibt es eh keine Verkehrsregeln gefühlt. Und da kann man auch mal so überholen. Ich lasse ihn jetzt aber mal in den normalen Modus, also keinen Power-Modus, sondern er soll alles hier selber schalten. Gut, er geht sowieso schon runter. Vor uns fährt jetzt leider der 87er, der andere. Das heißt, fehlt jetzt natürlich so ein bisschen der Vergleich. Aber
ich denke mal, ja, so wie der da hochzieht, der wird wahrscheinlich auch so voll beladen sein wie wir oder fast ausgeladen. Da hat man schon so ein bisschen Referenz. Also auf jeden Fall mit 1000 Umdrehungen hoch. Das ist schon krass. Guck mal, was der auf der Seite stehen hat. Wie viel PS. Ja, 480. Aber es ist ja nicht nur das Berghochfahren wichtig, sondern auch das Bergunterfahren. Hier habe ich jetzt ja, so wie ich das im Gefühl habe, nur die Motorbremse. Und mal gucken, ob er hier dann das ganze Gewicht der Bergunter auch halten kann. Am besten schon mal einen Berg runter gehen. Ich bin das ja von meinem Scania nicht gewöhnt mit der Motorbremse. Da fahre ich ja immer mit dem Retarder, da kann man ja ein bisschen anders fahren. Aber so wie sich das hier anfühlt. Ja, ich muss ja nicht mal in die höchste Stufe gehen. Ich kann mal spaßeshalber die höchste Stufe reinmachen. Ja, der verzögert noch ordentlich. Verbrauchstechnisch bin ich jetzt bei 31,5. Mit dem 460er war ich auf der anderen Runde da so bei, ich glaube so 28 oder 29. Also ich denke mal, das ist einfach der Expresszuschlag, den man ja auch beim V8 hat. Ja, dass man halt 2, 3, 4 Liter einfach mehr braucht mit dem großen Motor. Ich meine, du hast ja hier halt auch einfach 3 Liter mehr Hubraum. Ich meine, 17 Liter 6-Zylinder ist ja sowieso schon ein Monstrum von Motor. Aber ja, da wäre es wirklich mal interessant, mit was man den Wagen sowohl im normalen Fernverkehr bewegen kann, wenn man jetzt nicht hier vollbeladen ist, sondern also ich meine in so einem normalen Mixverkehr mit mal vollbeladen, mal teilbeladen, mal wenig Gewicht, wo der sich da so einpendeln würde mit dem Verbrauch. Gerade auch im Vergleich zu meinem eigenen LKW, das wäre schon wirklich interessant. Weil ich weiß auch, der alte FA16, der hat relativ viel Diesel gebraucht. Ja, schade, ich habe gehofft, hier haben wir ja endlich mal den griechischen Auspuff, aber war ohne Sound leider. Ja, geil. Da war der griechische Auspuff. Fahrt mit dem 780er FH endet hier auf einem griechischen Rasthof. Das hätte ich in meinem Leben auch nie gedacht, dass ich mal mit 780 PS LKW in Griechenland durch die Gegend fahre. Aber es hat mega Spaß gemacht. Also das Ding hat wirklich Power ohne Ende. Ich hoffe, ich kann den mal irgendwie vielleicht als 4x2 Zugmaschine oder so bei uns in Deutschland mal eine Woche fahren oder so. Das würde mich wirklich mal interessieren, wo man sich da so einpendelt. Und was ich mich auch frage, ist, wie schnell ist das Ding, wenn der Auflieger leer ist. Also das war jetzt ja schon beeindruckend, wie der da hochgezogen hat. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwann mal die Möglichkeit, das Ganze zu testen. Hier kommt schon der FM angefahren. In diesem Sinne, ihr wisst ja, ein Däumchen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke für die Einladung nochmal an Volvo. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge hier bei Diesel TV. Tschüss, ade und ciao.